meine sehr geehrten Herren und Damen, liebe Gäste, auszeichnen, das heißt ein Zeichen setzen. Und genau das wollen wir mit der Verleihung des Ruhrpreises ja auch tun. Ein Zeichen setzen für die große Bedeutung, die wir der Kunst und der Wissenschaft in unserer Stadt beimessen. Mir sowohl die Kunst angesehen, oben, wunderbar, sehr interessant, auch von der Technik her. Und Herrn List kenne ich natürlich persönlich sehr gut, weil ich auch aus den Max-Planck-Instituten stamme. Und der hat wunderbare Arbeiten gemacht. Er ist sehr engagiert. Wenn man Probleme hat, hat man immer einen Ansprechpartner und ist, finden wir alle, ein guter Chef. Es ist ein sehr offenes Miteinander und es ist eigentlich eher eine Familie als eine Gruppe. Und es ist eigentlich eine ganz schöne Arbeitsatmosphäre. Ben List beschäftigt sich mit Katalyse. Katalyse ist ein enorm wichtiges Thema in ganz vielen Bereichen von Wissenschaft und Technik. Und diejenigen, die heute Morgen mit dem Auto gekommen sind, die haben einen Katalysator im Abgasstrang. Sie haben also heute Morgen schon einen Katalysator genutzt. Den Preis für Wissenschaft und Kunst verdient Ben List für den wissenschaftlichen Teil in allerhöchstem Maße, wie ich versucht habe, ihn darzustellen. Die Chemie verbindet Wissenschaft und Kunst. Chemiker schaffen Dinge, schaffen Moleküle, die es vorher auf der Welt nie gab. Chemiker sind Künstler des Atomaren und Ben ist ein solcher Künstler des Atomaren. Also, ein Preis für den kreativen Wissenschaftler und den Kunstgenießer Ben List. Ben, ganz herzlichen Glückwunsch. Ich habe eben die ganze Zeit gedacht, von wem redet der? Völlig übertrieben, Ferdi, aber trotzdem vielen, vielen Dank. Es lohnt sich immer, einen guten Freund als Laudator einzusetzen. Der übertreibt dann maßlos. Ich erinnere mich noch an eine Geschichte, 1994 etwa. Ich hatte gerade war am Beginn meiner Promotion und ich hatte überlegt, was mache ich eigentlich nach der Promotion und hatte damals eben beschlossen, ich möchte nach Südkalifornien, nach San Diego gehen. Und meine damalige Freundin war von dieser Idee überhaupt nicht begeistert. Ich weiß eigentlich nicht warum, weil es ist wirklich einer der schönsten Orte der Welt. Und die sagte dann tatsächlich zu mir, und es gab wirklich nicht den geringsten Anhaltspunkt, dass ich jemals in Mülheim an der Ruhr enden würde. Die sagte zu mir, also dann komme ich mit dir nach San Diego und danach nach Mülheim an der Ruhr, oder was? Ich weiß gar nicht, wie sie darauf kam. Ja? Aber und die war Grafikerin, aber irgendwie wusste sie, dass es Mülheim an der Ruhr gibt und dass das einfach ein exzellenter Ort in der Chemie ist. Ich bin ganz ehrlich aus allen Wolken gefallen. Ich hätte nie damit gerechnet, dass die Stadt Mülheim mir einen Preis überreicht, weil, wie gesagt, ich habe eigentlich für die Stadt wenig getan, habe ich immer gedacht. Im Gegenteil, die Stadt hat immer sehr viel für uns getan. Es hat das Institut sehr gefördert, an dem ich tätig bin, das Max-Planck-Institut für Kohlenforschung. Das ist schon schön, schöne Anerkennung. Ganz ehrlich, das ist halt dieses Heimatgefühl, das ich hier habe. Ich wohne ja auf dem Kahlenberg oben. Und da ist es sehr ruhig und hier ist so meine Oase des Friedens einfach. Und das ist einfach, was ich sehr schätze an dieser Stadt. Eberhard Ross ist, wenn man überhaupt jemanden wählen sollte, dann ist Eberhard Ross der richtige Mann am richtigen Platz zur rechten Zeit. Der hat ja seit ein paar Jahren gestaltet, der hat die Cover von ECM, diesem Musiklabel in München, die besonders anspruchsvolle Musik vertreiben. Und das ist ja dann nochmal eine andere Ebene, wenn man so will, der öffentlichen Anerkennung, ne, die außerhalb jetzt, sage ich mal, des unmittelbaren Kunstkontextes ist. Also der Eberhard Ross ist ein Künstler, den ich in meiner Galerie schon mal ausgestellt habe. Und zwar, ich weiß jetzt nicht, vor viel Anfang 2000. Und er hat mich auch sofort beeindruckt. Ich habe überhaupt kein Bild von ihm gesehen. Er hat eine Mappe geschickt mit wunderbaren Fotos. Und da habe ich ihn angerufen und habe gesagt, Herr Ross, wann wollen Sie bei mir ausstellen? Ja, wir haben heute hier einen Preis zu vergeben, den, lieber Kollege Schüth, immer noch Preis für Kunst und Wissenschaft heißt. Sie haben ihn zwar heute umbenannt und ich kann das auch gut verstehen, aber man muss doch Ehre geben, wem Ehre gebührt. Erst war die Kunst da und erst ein Jahr später kam die Wissenschaft dazu. Eberhard Ross ist ein Künstler, der sich weit aufstellt, der seine Arbeiten sehr konsequent und in besonderer Qualität umsetzt, der aber immer auch liest, sich in der Welt
umtut, sich mit anderen Inhalten, mit philosophischen, aber eben auch mit naturwissenschaftlichen Phänomenen auseinandersetzt. An allererster Stelle möchte ich mich jetzt in unmittelbarer Reaktion bei Frau Uelsberg ganz herzlich bedanken und da auch gleich anschließen, dass es Frau Uelsberg war, die mir, also sie hat da nicht alles erzählt, als ich da im Büro saß. Das war nicht das erste Mal. Ich glaube, dreimal bei ihr im Büro gesessen. Und beim dritten Mal hat sie mich dann abschließend gefragt, wann ich sie denn dann mal fragen wollte, ob wir vielleicht eine Ausstellung zusammen machen. Es war eine ganz witzige Situation, weil ich kam gerade aus Korea zurück von einer Ausstellung, die ich da hatte, und stand am Gepäckband, als der Herr Ernst anrief. Und da habe ich erst gedacht, da wäre irgendwie so eine Verstehen-Sie-Spaß-Geschichte, dass irgendein Kollege mich hops nehmen will, weil ich gerade zurückgekommen bin. Naja, also ich habe mich absolut gefreut und insbesondere diese Kombination von Kunst und Wissenschaft in diesem Preis ja enthalten ist, das war für mich eine Ehre. Es ist für mich eine Ehre. Und mit dem Herrn List zusammen ist das eine glückliche Fügung. Ja, wirklich immer was ganz Besonderes. Also zum einen ist es immer ein spannender Faktor zu sehen, ob die Symbiose zwischen Kunst und Wissenschaft gelingt. Das ist durchaus nicht immer der Fall und hat sich hier in den Preisträgern super bestätigt und hat von der Veranstaltung her super geklappt. Aber ich habe die Vorgespräche mit den beiden geführt und die haben beide auch als Preisträger schon sehr gut zusammen funktioniert, haben sogar überlegt, ob sie aus einem wissenschaftlichen Experiment heraus zusammen ein Kunstwerk machen können. Also von daher ist das schon eine besondere Sache für die Sparkasse. Ich meine eigentlich immer in jedem Jahr, macht das deutlich, wie groß das Potenzial von kultureller und wissenschaftlicher Kompetenz ist, das in unserer Stadt da ist und das man auszeichnen kann. Ich bin heute sehr fasziniert von dieser Veranstaltung. Ich bin öfter hier, weil mein Mann auch mal einen Ruhrpreis gekriegt hat, und muss aber sagen, dass diese Veranstaltung ganz besonders war. Erstmal durch die beiden Referenten, also die Frau Uelsberg, die Museumspädagogin, fand ich hervorragend. Ich bewundere immer, dass sie ohne Konzept frei sprechen kann, aber auch sehr gut. Auch der Herr Schütt, ja, der hat mir auch sehr, sehr gut gefallen. Ich bewundere immer Menschen, die schwierige Dinge sehr einfach erklären. Beide habe ich als sehr unkomplizierte Menschen erlebt und ich fand das hervorragend, wie das heute hier gelaufen ist.